Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute sehen wir uns das Tier 5 Schlachtschiff Texas an. Lieutenant Commander US Navy SEAL hat das Ganze eingeschickt. Gruß an dich für den kürzesten Namen bei World of Warships. Und bevor wir jetzt in die Live-Action gehen, will ich euch noch eine Sache sagen. Scheinbar macht www.replays.com dicht. So wie ich das gesehen habe, kann man da nichts mehr hochladen oder nichts mehr runterladen. Daher bitte jetzt ab sofort wieder erst einmal, bis ich eine Alternative gefunden habe. Wenn ihr einen Replay einschickt, dann bitte euren Replay-Link und die Screenshots der Endloswertung allesamt mir per E-Mail schicken. Das wäre ganz, ganz wichtig. Ansonsten, die E-Mail-Adresse bleibt gleich, also die findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber genug der organisatorischen Worte. Jetzt schauen wir mal, was er hier so reißen kann. Die erste Salve geht raus. Hier mal Richtung Bocconi. Auf doch knapp 18 Kilometer. Aber die fliegen gar nicht schlecht. Und da treffen die schon für 8000. Das kann man schon mal machen. So, Nagato. Minimale Berührung. Da gibt es noch ein paar Kratzer, aber nichts Dramatisches, was da hier irgendwas beeinträchtigt. Und jetzt hier auf die Königsberg. Mal schauen, ob da vielleicht schon mal die erste richtig dicke Schelle dabei ist. Ja, nee, nicht wirklich. 3000. Das kann man mal erstmal machen, aber so richtig dick und schellig ist das mal nicht. Er ist natürlich auch noch weit weg vom Schuss. Mit seinem Tier 5 Schlachtschiff hat das hier natürlich auch ein bisschen schwerer. Denn er ist hier Low-Tier, das heißt 5er, 6er, 7er ist hier alles am Start. Da sollte man sich natürlich jetzt nicht sofort direkt als Erster irgendwo hinwerfen. Jetzt muss er aufpassen, weil er hält gerade so ein bisschen auf die Insel zu, die vor ihm kommt. So, die schauen nicht schlecht aus auf die Colorado, aber auch da wieder hatten sie besser ausgesehen, als sie waren. 3.399. Wie gesagt, an der Stelle, ich würde jetzt nicht unbedingt trotzdem vorne frontal reinfahren, sondern ich würde jetzt schon weiterhin von hinten so ein bisschen versuchen, da zu snipen. Und jetzt ist natürlich die Colorado ein sehr schönes und dankbares Ziel, denn die macht einfach mal einen kurzen Landgang. So, an der Insel kommt er jetzt vorbei, das sieht man ganz gut auf der Minimap. So, und jetzt die Granaten mal Richtung Colorado rausgebratzt. Und die könnten jetzt schöner kommen, weil jetzt natürlich die Colorado ein wirklich gutes Ziel ist. Die Granaten kommen runter, schaut gut aus. Ja, 4097. Aber die Torpedos, die dürften sie jetzt wegmachen. Nein, sie schafft noch zu drehen, die Colorado. Unfassbar, wie man da die Torpedos noch versetzen kann. Das muss man ja mit Gewalt anstellen, dass man die Torpedos nicht trifft. Aber gut, die Colorado ist gleich down. Das ist dann das zweite Schiff vom Gegner. Es wird auch langsam Zeit, denn sein Team hier hat schon 4 Schiffe eingebüßt. Das ist natürlich eine ganz andere Schlagzahl. So, 2000 und er schaut so aus, ob er sich hier den Kill sichern kann. Und genauso ist es. Er kann hier die Colorado klar machen. So, vielleicht jetzt den nächsten Kreuzer mal hier. Emil Bertin. Das ist natürlich ein feines Ziel. Durchaus nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so richtig heftig. New York kommt richtig doof vom Winkel. Also so will man nicht das Ziel haben. Sie liegen ticketsmäßig natürlich folgerichtig auch nach wie vor hinten mit 5 Schiffen verlorenen gegen nur 3 beim Gegner. Wobei die Miyoko, die liegt da einfach vor Anker schon fast. Das heißt, da kann man jetzt in Ruhe aimen und jetzt, Junge, hau sie weg. So, und jetzt, da muss jetzt was passieren. Da muss es jetzt richtig mal rappeln im Karton.
die Torpedos sind kein Problem. Da hat er mal kurz geguckt, merkt, nee, alles gut, passt. Und da, huhu, 17.000 und die Zitadelle. Ja, wenn man sich so gar nicht bewegt, dann kann das natürlich durchaus in Schaden resultieren, wie die Miyoko da feststellen musste. So, nochmal die nächsten. Aber hier natürlich war es jetzt nicht mehr so schön vor Anker gelegen. Dementsprechend musste man da natürlich ein wenig mit weniger Schaden rechnen. Ganz klar. So. Die Emil Bertin. Da jetzt natürlich schöner und auch näher. 9 Kilometer ist eine geile Distanz, aber die dreht schon weg. War ihr Glück, denn so hat sie in Anführungszeichen nur 8000 Schaden bekommen. Das hätte auch durchaus noch mehr werden können. So, aber jetzt sieht man, jetzt ist er auch im Fokus. Uchoni, Miyoko, alle schießt auf ihn und er brennt. Da heilt er sofort gegen. Denn man sieht ganz gut, der grüne Balken, der wird nicht überschritten, von dem er genau richtig gemacht. Miyoko bleibt aber weiterhin so ein wenig, ja, unentschlossen. Vorwärts, rückwärts, man weiß es nicht so ganz. So, die Torpedos, die kommen zwar in seine Richtung, aber da kann er noch rechtzeitig genug eindrehen und dementsprechend auch die an sich vorbeifließen lassen. Mittlerweile kommt es auch so langsam an. Ihr seht es ganz gut. Sein Team 6 Verluste, der Gegner Team 5. Also auch da dreht sich so allmählich das Blatt. Das ist natürlich wichtig, weil klar, jedes Schiff, jeder Turm, der macht dementsprechend Schaden. Und dem DHM dahin geht, ist es wichtig, dass ihr natürlich jedes Schiff aus dem Spiel nehmt. Und die Buchoni sollte gleich direkt das nächste Schiff sein, was da das zeitliche segnet. Konnte dann nochmal den letzten Granaten ausweichen, aber nur eine Frage der Zeit. Jetzt nehmen sie auch hier den C-Cap ein. Auch das ist wichtig, weil so haben sie zwei. Und der Gegner muss da dem Ganzen nachlaufen. So, Buchoni ist zerstört. Aber im Gegenzug konnte die Königsberg die Minikaze aus seinem Team hier wegmachen. Aber ihr seht, Miyoko, die hat nicht mehr viel. Die hinteren Türme, die brauchen da ein wenig länger, bis die noch rumkommen. Die Granaten sind mal gar nichts. Das heißt, er braucht seine hinteren Türme auch noch. So, Miyoko hat jetzt kaum mehr was. Und da ist er auch schon weg. New York macht das Thema schon. So, und jetzt sind wir mal 5 gegen 5. Ah, wird ein Schuss, der dürfte eigentlich nicht klappen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da drüber zirkeln. Aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Und doch, 2000. So, und jetzt auf die Königsberg. Gar kein schlechter Schuss, aber jetzt, glaube ich, sollte da doch mehr passieren. Und ihr seht, jetzt wird es langsam interessant, da kommt auch noch ein Hood auf ihn zu. Ah, seine Salve war nix. So, und jetzt muss er sich gegen die Hood erstellen. So, jetzt mach ihn weg. Hau mal die Hood ordentlich weg. Das ist eine geile Breitseite, die will man nutzen. Und eine Zitadelle, 20.000 Damage. Hat die Hood sehr schön gemacht, dass sie da sich so anbietet für den Schaden.
Oh, da hat er richtig was einstecken müssen. Aber jetzt kann er sich vielleicht revanchieren. Jetzt muss er sie auch wegmachen. Jetzt geht's. Jetzt heißt weg mit dir, Hood, oder weg mit ihm. Nachgeladen hat er. Granaten fliegen raus. Keine Zitadelle in dem Fall. Und der letzte Turm. Und der, Gott sei Dank, macht's dann da mit der Tausender Schelle. Ganz wichtig, aber ihr seht, das war schon wieder schöner Damage, denn jetzt hat er schon fast die 100.000er Damage-Marke geknackt. Aber er muss mit den 5.320 Hitpoints noch eine Minute aushalten. So lange dauert es nämlich, bis er hier wieder sich heilen kann. Also, ihr seht, das ist nochmal ein bisschen was. Cleveland, die kann man natürlich auch in dem Winkel beschießen. Gar kein Problem. So ein Kreuzer, der schluckt durchaus mal was. So, und jetzt die Cleveland. Nochmal mit einer schönen Breitseite, aber er, man sieht, er dreht hier ein, dass er eben möglichst keine dicke Silhouette bietet. Noch 10 Sekunden, dann kann er sich endlich wieder heilen. So, und jetzt mal schauen, was da mit der Cleveland passiert. Aber auch da ist sie schon wieder am Gegenpendeln. Deswegen konnte nur eine Granate einschlagen für 3.399. Und wie gesagt, denkt bitte dran, wenn ihr auch ein Replay einschicken wollt, bitte an die E-Mail-Adresse unten in der Videobeschreibung mit dem Replay und den Screenshots. Und jetzt ist der Gegner mit nur noch einem Schiff am Start. Also, da muss man sagen, ist der Drops gelutscht. Die Königsberg wird sich hier nicht mehr gegen den Kneisenau, Nagato, New York, Texas und Algerie wehren können. Vielleicht noch den einen oder anderen mitnehmen, aber dass die Runde hier verloren ist, ist, glaube ich, klar. Ich sag schon mal an der Stelle, auch wenn es noch kurz ist, aber dass es mich immer wieder freut, wie ihr Warships annehmt und dass es euch nach wie vor so gut gefällt hier auf dem Kanal. Daher freue ich mich über jeden neuen Sub. Follower, eine Zitadelle, schöner Hit nochmal zum Abschluss. Jeden neuen Follower und auch jeden Daumen und jeden Kommentar natürlich auch. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.